Richtig gehört. Bild, 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 Bild hier. Genau. Genau. Erstmal Controller wieder anschließen. Und dann das Maus und Tastatur spielen. So. Fortsetzen. Genau, wir waren hier. Ich erinnere mich. Das war ja mega verwirrend hier alles. Ich erinnere mich. Zeit für eine kleine Schleicherei. Genau, die Schleicherei muss sein. Wir haben bis jetzt immer noch nicht Sandy bekommen, gefunden. Who lives in a pineapple under the sea? Weg mit dir. Stimmt, hier musst du einen Patrick hier den ganzen Dinger holen eigentlich. Ja, so ein bisschen. Tartarsoße. 999, 999, 1000. 1000. Oder nicht, ich komme. Wir machen mal hier auf. Zack. Und dann machen wir schon Patrick. Und Patrick macht das alles supi, glaube ich. Aber Patrick, Patrick. Patrick, wo bist du? Ach, da ist er doch. Alle Neune. Mit dem Taxi gerufen. Ich bin immer noch relativ voll. Ihr seid, glaube ich, eingeschlafen. Wie richtige Cuties. Meine Cuties sind eingeschlafen. Ui. Ui. Danke für die Headpad-Anime-Fan. Ja. Und was macht man damit? Man macht damit ganz viele Sachen, Patrick. Zum einen nimmt man das zum Essen. Danke für die Headpads, Manu. So, Nummer 1. Nummer 2 war. Puh, was ist denn hier? Ich suche noch weiter. Wie geht er weiter? Aber ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas war so richtig. Hier haben wir. Ich hab einen Camper gefunden. Geil. Was ist da hier? Einmal zurückgehen. Hey, was ist passiert? Weiß ich auch nicht, Patrick. Hier kann man anscheinend noch nicht hin. Ich muss noch mal so ein Totem finden. Also hier ist einer. Aber es muss noch irgendwo noch einen geben, anscheinend. War das hier oben? Aua. Diese Lichtblitze sind voll fies. Genau, hier ist einer. Das heißt, wir schmeißen hier einen hoch.
Ah, ich muss Patrick, ich muss Bunch verprügeln, glaube ich. Oder? Ja, Patrick schafft ihn nicht. Patrick zu schwach für den leider. Hart wie ein Fels. Genau, so ein richtiger Felsen, aber so ein richtiger Felshelsen. SpongeBob, ich brauche dich. Oh. Algengrütze. Ciao. So, dann müssen wir nicht ganz hinlaufen, sondern nur schnell töten und dann gehen wir wieder zurück. Ah, jetzt werde ich wieder müde vom ganzen vom Essen. Ich habe vergessen, so einen Stein mitzunehmen. Passiert. Unga-Bunga-Stein. So, einer kommt hier hin. Wie viele davon muss ich denn tragen? 10 Stück, Patrick. 10 Sportler Unterhosen. Es sind nur 10. Bam. Weg mit dir. Hallo? Hört auf mit den Folgen. Huch. Ja, genau so. Jetzt kann er voll hoch und voll weit werfen. Hey. Wer wohnt in der Ananas? Aha, hier ist ein Kristall. Jetzt habe ich das da, aber das hat das da hier aktiviert. Jetzt hatte ich nämlich wieder mit. Da oben ist ja nichts mehr. Aber wohin kann ich jetzt noch gehen? Genau nochmal. Die passt schon, Patrick. Ich brauche eine Wassermelone hier oben. Stimmt ja, da war ja was. So, weg mit dir. Die Wassermelone hier. Wie kriege ich die da hoch? Das ist jetzt die Frage. Ich müsste ja quasi hier hoch werfen können. Aber kann ich ja nicht. Das ist ja kein das ist Ankerpunkt zum Werfen. Moment. Ne. Gut, dann wäre auch glaube ich viel zu kurz. Schon viel besser. Was haben wir denn hier? Ach genau, hier war der. Das kann ich. Ach, das kann ich so aktivieren. Moment, hä? Schmeiß weg. Karibu!
Nee, jetzt muss der Handy machen. Außer ich muss da draufstellen. Zum Beispiel er hier. Ah, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, weil sonst wäre es ein bisschen krass. Ach, der resettet den, der Knopf. Okay. I see. Ich weiß immer nicht, was ich jetzt hier machen soll, wohin ich gehen muss. Wir müssen ja Sandy finden. Das haben wir schon. Haben wir das noch schon? Haben wir das wirklich schon gemacht? Oh, sieht so aus, als würde es noch weitergehen. Ist das nur ein steiner Raum? Nee, nee. Der Stein guckt da noch raus. Ja, jetzt ist die hier so zum Resetten da, genau. Dann aber genau hingucken überall. Das Ding hier gab's. Oh, jetzt hat ja das Tür glaube ich geöffnet. Neuer Schwamm. Dann haben wir noch. Was haben wir noch? Oh Gott. Gammy noch da? Was selber Set Game. SpongeBob. Als einzige? Nee. SpongeBob. Battle for Wiki 14. Wie weit ist so fertig? So. Yeah. Ach, schon geändert. Alles gut. Hab schon geändert. Das Mut, das Mut. Hey. Alles klar. Kann ich hier wieder runtergehen? Dankeschön. Reich. Ich muss hier irgendwas machen mit, oh. Mit, Solange ich eckig und ein Schwamm bin, werde ich Bikini Bottom nicht im Stich lassen. Ich werd wieder müde werden, merke ich. Ja, vielleicht machen wir heute auch noch ein bisschen. Ja, dann haben wir schon 6 Stunden bald. Also, das soll hier haben wir da oben, ne? Das haben wir. Zeit für eine kleine Schleicherei. Dann haben wir hier. Das Ding hatten wir schon. Das hat, ich weiß nicht, was das nochmal geöffnet. Das da hier? Weiß ich gar nicht mehr. Aber irgendwie muss ich mit da oben mit einer Wassermelone hin. Ich gehe ins Bett nach die Sisi. Nach dieser Tat. Danke, dass du da warst. Ich hab dich lieb. Ja. Ich gehe mal, glaube ich, zurück ein Level. Gucken, ob ich da noch irgendwas sehe, was ich machen kann. Gute Nacht. Ja. Das war gar nichts. Boing. Er hat da weggeklatscht. Kannst du mit der Melone auf Sprungblatt? Mit dem Sprungblatt für Melone. Das kann ich ausprobieren, Manu. Okay. Ich probier's aus, Mann. Ich hab mir auch schon dazu etwas gedacht und dachte mir so, weiß ich nicht. Weil hoch genug geht's ja nicht, oder? Ich probier's aus für dich, okay? Für Manu. Oh. Mal.
Bam 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 bam. Die Melone will zu mir. Wo ist die Melone hin? Wo hat die Melone? War die hier? Ah, hier war die. Das ist ein Problemchen. Ja. Ich darf nicht zu nah ran. Na gut. Den schafft Patrick wirklich nicht. Den schafft Patrick wirklich nicht. Jetzt muss ich, genau. Jetzt muss ich nochmal SpongeBob holen. Es kann losgehen. Na, das ist so weit weg. Na, das war nicht so gut. Gebumst. Oh Gott, das war auch nicht sehr gut. Was mache ich da gerade? Warte. Okay. Genau, Konzentration. Boom. One, try. Kein Plan. Ich weiß auch nicht, was ich da mache, Manu. Aber ich bin froh, dass du da bist, Manu. Ja. Ja. The Last Survivor. Bam 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 bam. Und dann geht die direkt kaputt. Dann echt keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das dann gehen soll. Ne. I'm still standing, ja. Mein Süßi ist die ganze Zeit noch da. Das freut mich. So. Wie viele haben wir denn hier eigentlich? Wir haben zwei. Alle vermissten Camper finden. Durch die Seetanghöhle. Haben wir nicht geschafft. Haben wir auch nicht geschafft. Eine sehr schwache Ausbeute, um ehrlich zu sein. Aber warte mal. Das heißt eigentlich, dass hier gar keiner mehr ist, ne? Gar kein Ding mehr. Das heißt, ich muss da weitergehen. Ups. Naja, am Anfang ist gar nichts mehr. Weil ich denke schon, dass die nach Reihe gemacht sind. Alles klar, mach mal T-Anime-Fan. Danke, dass du da bist. Ja. Mein Kopf raucht hier. Das ist ein Kinderspiel. Ich schaff das nicht. Muss ich vielleicht alle hier von diesen Dingern aktivieren? Aber ich glaube nicht, dass die alle zusammengehören. Ne? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man alle aktiviert haben muss. Weil die alle machen ja einzelne Sachen. Warum sollten dann alle zusammen nochmal eins machen? Danke für Teichstreichlin. Danke schön.
Hallo, ihr süßen Kätzchen. Hallo, ihr süßen Kätzchen. Kaiche, du leck, Hallöchen, Maxi, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Was ist mit dem Fußabdruck? Fußabdruck? Ja, das ist nur, damit resettet man das Ding hier. Wenn das Ding fehlt. Der Stein. Das war, glaube ich, um hier irgendwas zu aktivieren, was ich mit der Bombe aktiviert habe schon. Ach so, ja. Irgendwo hier oben war das. Ich kann ja mal nachgucken. Die sei not gut. Sehr gut. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Verdammt. Ach, warte mal, das Ding ist ja deaktiviert. Moment. Angie nicht da. Ich glaube nicht, dass er da ist. Ja, ich glaube, er hat sich versteckt. Ja, ich. Ach, stimmt, ist Angie schlafen gegangen? Weil es Angie ja schon schlafen gegangen ist? Ich glaube, es kann sein, ne? Angie schon schlafen gegangen? Genau, im Bett, genau. Ich bin aus dem Lurk zurück. Kakarot, ich hab dich so vermisst. Danke, dass du zurück bist. Cutie. Ja. Wir müssen doch nochmal das Ding aktivieren. Also Manu, du hast mich auf die richtige Idee gebracht. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen morgen. Es riecht nach... Hey, begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Wo ist denn das Ding? Hallo? Nach oben, nicht nach unten. Hast du mich Schnucki genannt? Wenn du das verstanden hast, dann kann man so stehen lassen. Hey, wo? Warte mal. Habe ich das Falsche? Moment. Das ist irgendwo links. Das ist das Ding hier, oder? Jetzt gehe ich mal runter. Ah ja, das ist das Ding hier. Dann habe ich das schon. Du hast dich verhört, aber ich finde es nicht schlimm. Snuggy. Ihr seid alles meine Schnuggis. Mhm. Ich höre nochmal Patrick, aktiviere nochmal so ein paar Sachen und vielleicht höre ich dieses komische Geräusch. Nein, du süße Kakarotti. Ihr seid die Süßen, nicht ich. Ich bin nicht der Süß hier. Juhu, los geht's! Genau. Das dürfte dann für das hier gewesen sein. Damit sich hier die Tür. Was war das da oben? Nix. Du spielst mal Sportschuh, das will ich auch noch spielen. Ah, okay, krass. 9200 Punkte im Maxi-Line. Die Cutie.
ein Pelz. Ich habe mega viele Spiele auf der Liste, schafft die aber nicht abzuarbeiten wegen Arbeit. Ja, oder man macht halt lieber was anderes, was ich kenne. Ne? Na, jetzt komme ich hier nach oben, Und jetzt ist hier das Ding. Ich kann mal versuchen. Ach, ist ja das da hier dafür gedacht. Moment. Das da. Ich hätte noch einen Stein trotzdem gerne. Weil ich glaube nicht, dass ich noch einen Stein brauchen werde. Das ist da der Stein ist hier drin. Maxi! Mua. Nein, ich bin so dumm. Oh Mann. Nochmal hinbringen. Bam. Genau das war für da, genau. Ich sehe mal SpongeBob. Ich hole mal SpongeBob. Ne, vielleicht habe ich es jetzt. Geschafft. Ich habe 50 GZ. Kakarot, du hast 50 Punkte gewonnen. Und du hast schon fast 2000. Das ist schon eine Menge Punkte. Ich bin so froh, dass du ja da bist. Ja. Ah, mein. Oh je, yeah. Ich glaube, ich esse nie wieder was. Alter, ah, ja, sie flog aber hoch. So, let's go. Ah ne, ich muss noch da, ich muss noch hier oben. Werfen kaputt. Bis, okay, mach ich gerade. Jetzt versuch's nochmal, Schatzilein. Genau, das habe ich schon. Aber wie bekomme ich das Ding hier hoch? Gibt's hier irgendwo noch? Ihr seid alles von den Schatzis. Also Maxi, das solltet ihr doch wissen. Ihr seid alles von den Schatzis. Alles nur eine Schatzi-Lines. Autsch. Oh, Maxi, hast du was entdeckt? Ich muss doch hier irgendwo was aktivieren, damit das Ding da hochfährt. Aber wo? Danke fürs Einchecken, Maxi. Bam. Bam, 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 bam. Weg. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Oh, wie funkelnd. Genau, das ist da oben, habe ich ja schon. Das einzige Weg, ich hier noch was drauf. Wieder mal Stein drauf schmeiße. Danke fürs Einchecken, Kakarot. Ja. Was ist du, Maxilein? Nehmen wir diesen Stein hier. Ich
finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Doch, doch, tut sie. Wie ein Pelz. Ich, warum, Maxi? Warum? Warum, du dumm? Niemand ist dumm hier. Bei dir hacke ich immer gerne. Ach, hocke, du meinst hocken? Das freut mich, Karot. Ja. Moment mal. Dann habe ich, dann geht's hier nach oben, ja. Was mir ja so ein Stärke, so ein Ding gebracht hat, 2 Tage, 8 Stunden Watchtime, Maxilein, ja. Hey, meinem Rücken geht es. Danke für die Headpads an den Befehl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Oben ist ein, ganz oben ist so ein Loch. Oben ist so ein Loch. Wo führt mich dieses Loch? Nirgendwo hin, glaube ich, ne. Warte, meinte bei Checke. Nicht immer ein. Ah! Hm, so meinst du das. Ja. Das hat sich gebracht. Danke für die Headpads, Maxi. Autsch! Hübsches, funkliches Ding. Och nö, jetzt werde ich ganz nass. Der Roboter hat Bumm gemacht. Autsch. Warum fehlt das Ding jetzt hier? Strahlend weiß. Boah, also sehr, sehr relativ schwer, ne? Autsch. Autsch. Huch. Oh, hätte ich kann ihn töten. Nudel, wenn endlich da ist, müssen wir Kohlnudeln. Ja. Sehr gerne. Nudeln alle. So, ich nudel aber jeden. Jeder hat einen Nudel verdient. Verstehe ich immer noch nicht ganz. Boah, Leute, ich komme echt nicht weiter. Danke für Baby Ketchup. Ich fühle mich gerade einfach nur dumm hier. Ich übersehe irgendwo eine Platte zum Runterdrücken. Die ist wieder links. Danke für die Headbats, das Game ist toll. Hallo Ampha, wie geht's dir? Ja, ist es, aber ich komme nicht weiter. Ich bin lost. Ich komme nicht weiter. Ja. Ampha, wie geht's dir, der Süßi? Danke, dass du vorbeischaust. Wir wechseln mit dem SpongeBob. Danke für Beinchen, Frau, die Kakarot. Ja gut, ja, fühle ich in dem Level struggle ich an der Stelle auch meistens, wie es weitergeht. Ich übersehe irgendwas. Horny, okay. Ja. Ich übersehe irgendwo eine Platte, ich weiß nicht. Das Ding habe ich ja schon aktiviert hier oben.
Ich übersehe irgendwo eine Platte. Irgendwas übersehe ich. Wie aktiviere ich das Ding hier? Wo ist die Platte dafür? Ich seh das halt nicht. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Seifenblasen am Morgen. Genau. Da oben war gerade noch eine. Noch eine? Moment. Moment. Ja, da komme ich nicht hin. Ich muss ja hier irgendwie mit Petweg. Also ein Stein. Ein Stein? Wo ist hier ein Stein? Schaue ich immer ja gern an, ja. Meinst du das Ding hier, voll das Glänzende? Da komme ich ja nicht rüber, weil ich muss mit Petweg hier irgendwas zum Schmeißen haben. Ja, aber hier ist doch kein Stein. Hier ist doch kein Stein zum Rüberwerfen. Ich meine, hier ist doch nichts zum Schmeißen. Und von da oben bekomme ich ja nichts hoch. Den alten... Ich versuch's mal. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Diktat. Genau, der Diktat. Du musst dann... Versuchen wir's mal. Danke, Bauchschubzi Maxilei. Moment mal, haben wir jetzt hier, Steini. Steini. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das Ding gemacht hat hier. Ich habe gerade gerätselt, was das heißt. Oh nein. Ich bin in diesen Stein. Und dann will ich mal sehen, wie ich nach da oben komme. Das ist ja unmöglich. Das ist ein komisches Geräusch. Was ist da oben? Wie kommt man nach da oben, hä? Wie kommen wir jetzt damit nach oben? Frage ich mich jetzt gerade. Das Geräusch war, glaube ich, ein Bug. Ah. Ach so, man kann mit dem Stein springen. Ich hab's letztens mit der Melone probiert, aber da ging's nicht. Oh mein Gott. Ja, super. Aber hey, danke schön, Anfang. Du hast mein Leben gerettet. Ja. Soll ich dir auch ein Diktat schreiben? Petweg. Hart wie ein Fels. Ja. Ich freue mich schon auf euch, Ampfer. Ich freue mich schon auf euch. Das Problem ist, brauchst du noch einen zweiten. Ein um dich. Nutzwerk und einen zweiten, um ihn auf die Plattform zu stellen, drüben. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Ich muss noch den dritten finden. Wo ist der dritte? Ein geiler Soundbug. Der geht gut ins Ohr. Den habe ich.
Okay, hier ist jetzt, hier ist der Anfang. Dann geht man hier lang. Dann ist hier ein, den haben wir. Ich weiß, wo der dritte ist. Das Level ist irgendwie das schwächste von allen, finde ich. Ich finde es vom Design her richtig geil, ne? Aber sonst, ja, also klar, die Rätsel wollten sie versuchen, ein bisschen zu machen. Aber Maxi. Aber ja, man muss hier ein bisschen ausprobieren. Wie man das da oben bekommt, weiß ich auch nicht. Aber hab ich das? 1, 2, 1. Wo ist das dritte? Hier oben? Wo habe ich das dritte hingeschmissen? Das da hätte für das hier drin sein. Dürfte. Nee. Okay, gut. Dann keine Ahnung, wo das war. Dann gehen wir jetzt damit nach oben. Und haben ganz viel Spaß. Ja, das Level ist auch irgendwie... Ja. Wie schmeiße ich das darüber? Ach, ich kann mich zwei auf einmal tragen. Hä? Mach ich das jetzt? Als ob. Ach so, ach so. Bei Spaß bin ich dabei. Ui, bei Spaß bist du dabei, also. Ja, easy, guck mal, das Anfang hilft uns voll. Ui. Das, guck mal, wie easy das Game war. Das hat überhaupt gar keine Probleme gemacht. Ich fand das Traumlevel richtig geil, ne? Das war richtig cool. Ja! Wie kommt man jetzt da rein? Wie geht's hier weiter jetzt? Da oben ist ja kein Schalter. Boah, ja, aber das Traum ist halt auch sehr schwer. Ja, der hat das Traum, der wird echt gefeiert. Ach, hier oben! Da oben, ich seh's. Ich muss Spongebob sein. So. SpongeBob SquarePants. Auf Deutsch wird das SpongeBob Quadrathose. Da kann man schon froh sein, dass sie es umbenannt haben, ne? In SpongeBob Schwammkopf. Der Soundbox ist toll. Das ist fast so wie A ist der Meer Earlicking. Ne? Hat was davon. Wenn du Kopfhörer auf hast. Geil. Ja, und da aktiviert man das. Ja, endlich. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Voll daneben. Aber volle Kanone. Bam. Ja, treffen. Loch treffen kann ich. Ja, endlich bin ich hier aus der Höhle raus. Oh mein Gott, endlich. Endlich bin ich hier aus der Höhle raus. Ja. Seetangranken. Ich nicht, brauch da immer 12 Versuche. Doch, du hast es doch schon mal geschafft. Hey, Jungfrau Mann, was machst du hier? Ah, hallo, Kyle. Ich war gerade auf der Suche nach unseren fehlenden Energiekristallen. Da kam ich plötzlich zu dieser Ranke. Als ich noch jung war,
hielt ich den Rekord im Rankenrutschen. Solltest du auch mal... Upsa. Ich habe das Original nicht gespielt. Das ist mein erstes SpongeBob... das ist mein erstes SpongeBob-Spiel. Ja. Naja, ich bin gerade etwas mit diesen Robotern beschäftigt, aber warum nicht? Sieht ja ganz lustig aus. Wie heißt denn das andere? Ich brauche schon auf Steam nach. Ich habe es ja von der Bibliothek bekommen. Cash ist frei, Cash ist jetzt eine frei, diese Katze. Ich bin immer frei. Auch BFBB. SpongeBob. The Cosmic Power Wash Simulator. SpongeBob Squarepants Battle for Bikini Bottom. Was ist denn der Unterschied? Was ist denn der Unterschied von beiden? Es gibt ein Reiterated Bundle? Ach, Soundtrack. Also Gameplay sind sie gleich. Okay. Es gibt auch andere SpongeBob-Spiele. Hier zum Beispiel The Cosmic Shake. Von 2023, von dem Jahr. Vielleicht zockt mir das auch noch irgendwann. Ich mach's mal auf meine... Ach, ich schaff mal eine Wunschliste. Das hier ist halt das, ein Reboot nennt man das, glaube ich. Ja, was ein Cosmic Shake habe ich auch gespielt. Das ist 40 Euro, ne? Maxi! Oh! Das war schon Strecki machen. Und dann wird es einfach Ampfer, ne? Du musst mal forschen, Ampfer, ne? Ich war... Vor dem Stream habe ich eine riesen Portion Pommes gegessen, so einen ganzen Teller voller Pommes, ne? Dann habe ich angefangen zu streamen. Ja, was denn, Maxi? Dann habe ich ein bisschen gezockt. Dann war ich eine halbe Stunde lang auf dem Laufband. Dann habe ich ein bisschen Hunger bekommen. Habe so zwei Brote gemacht, ein Käse und ein Salami-Brot, ne? Habe es gegessen. Und ohne Witz, Ampfer. 10 Minuten später kommt mein Bruder rein. Mit einer Tüte McDonald's rein und die hat, da war drinnen einfach 20er Chicken Nuggets, Burger King, Maxi King heißt, nee. Ich lass. Nein, wie heißt das Ding nochmal? Da kam rein, da war eine Pommes drin, eine 20er Chicken Nuggets, ein Cheeseburger und ein Big Mac, so. Vier Sachen einfach, ne? Und ich denke mir so, boah, wo soll ich denn die reinschieben? Dann habe ich quasi 20er Nuggets gegessen und die Burger habe ich meinem Vater und meiner Schwester gegeben. Warum bist du dumm, Maxi? Minecraft? Was ist mit Minecraft? Achso, McDonald's meinst du? Knuddel! Nein, bist du nicht. Ja, ich hätte es gern gegessen. Hätte er mir das nicht ein paar bisschen früher geben können oder Bescheid sagen können, dann hätte ich keine Brot gegessen vorher. Ne? Oh Mann. Ja, da gibt es wieder McDonald's-Gutschein, aber irgendwie, ja, es ist mir zu teuer geworden. Das stimmt, ja. Da kann man sich mittlerweile lieber zwei Döner gönnen, ne? Also, du hast die Wahl. Entweder ein Mac-Menü oder zwei Döner. Und zwei Döner kannst du an zwei Tagen essen. Und schmeckt an sich besser. Ne? Alter, aber trotzdem. Ich mag Burger King mehr, aber gibt hier leider nicht so viele und nicht in der Nähe. Ah, das ist schade. Burger King waren wir halt nie als Kind, wir waren immer nur McDonald's. Deswegen bin ich McDonald's-Kind geworden. Lass uns gehen. Du darfst nicht runterfallen. Ja, wir auch nicht. Ja,
McDonald's war ich vielleicht, Burger King war ich vielleicht einmal in meinem Leben oder sowas. Ja, also lieber ein LKW. Im LKW. Ein LKW. Also ein Lastkraftwagen. Nein, das heißt Leberkäse-Weckle. Ich habe Burger King für mich entdeckt, seit ich Vegetarier geworden bin, weil man bei McDonald's fast keine Option mehr hat. Bei Burger King kriegst du ja jeden Burger auch ohne Fleisch. Ich hoffe nur, dass die den auch dann getrennt zubereiten. Das nicht runterfallen. Let's go, Leute! Ich mag diese Rutschpartien am besten, am meisten. Oh Gott, das war ein Rutsch. Du bist der größte Superheld, den es jemals gab. Wie soll ich, ein einfacher Schwamm, deinen Rekord toppen? Immer weitermachen, Jungchen! Immer weiter! Du hast es dir gemerkt, ja. Also bei McDonald's mit vegetarisch gemeinsam mit normal zu bereiten, denke ich, das ist auch so. Ja. Ist ein bisschen schwer mit vegetarischem Zeug mit Leuten, die das halt nicht verstehen wollen oder die dann oder sowas, keine Ahnung. Was mache ich da? Oh Mann, das ist halt so. Ja. Das machen wir doch, Leute. Das schaffen wir. Easy peasy. Oh Gott, das ist ja. Das ist dann halt so. Mann, ich muss das doch schaffen. Die Rutsche da ist doch nicht easy. Ja, merke ich gerade. Ich muss erstmal die Strecke auswendig kennenlernen. Ja, das ist immer sehr gut. So, jetzt habe ich's. Bam 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 bam. Oh Gott. Ja, easy. Ich hatte da rechts auch einen Weg, ne? Eine Abkürzung da oder sowas. Ich sehe nichts. Lol, bam. Nein, oh Gott, oh Gott. Okay. Das war fies. Die Kurve war sehr fies. Das war eine sehr fiese Kurve gerade. Ich kenne einen Laden, da gibt es Leberkäse-Döner. Den habe ich noch nie gesehen. Wenn ich irgendwann mal einen sehe, dann muss ich den mal probieren. Alter, weißt du, ich bin so lost. Ich bin so losty. Na? Wollt ihr mir zusehen, wie ich am Pain bin? Dam, 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 dam. So, rutschi, rutschi, rutschi. Oh Gott. Oh ja. Okay. Hallo? Das war eindeutig im Bereich. Egal, wie du brauchst, ich hab mehr gebraucht. Glaube ich dir nicht. Ich glaube jetzt schon 5 oder 6. Oder 7. Okay, das war immer wieder genau. Den Leberkäse gibt es in Hirschenrüth. Was ich ja komisch finde, ist sowas wie Wagyu-Döner oder sowas, ne? Ich glaube, ich hatte sogar einmal zu Ende geschafft, aber Zeit war nicht genug. Das ist auch belastend. Ah, glaube ich dir.
bei dem einen Sandlevel, Strandlevel, habe ich auch Levies zuerst gemacht, ne? Also einfach die schwerste zuerst gemacht. Du hast mein Leben. Ich will halt versuchen, mich abzukürzen. Ja. Das war ja auch schon schwer. Also muss es da echt abkürzen, um das, zeitlich zu schaffen. Ich übertrumpf dich hier mit den Versuchen. Ich hab das gegeben 100%, aber bin auch den letzten Fallenwender von mir gräbt, der ist einfach super teuer, keinen Bock zu viel auf Level zu fahren. Dachte ich mir auch so, als ich gesehen habe, dass dieses Kino 40.000 kostet. Lohnt sich das überhaupt da reinzugehen? Im Casino. Ist das ein extra Level? Oder was ist da drin? Verdammt. Dann mag ich das nicht. Wenn das ein extra Level nochmal wäre. Dann ja, aber sonst. Ach Leute, ich versteh's nicht. Ich glaube, da kannst du nur Cutscene nochmal anschauen. Also, geil. Lohnt sich. Das ist ja fast so gut wie 1000 Crocs in Breath of the Wild zu farmen. Ne? Aber das waren irgendwie Krells oder so, kann halt jedenfalls nichts Wichtiges. Ja, okay, dann machen wir das auch nicht. Hast du alle Socken gesammelt? Weiß gar nicht, ob da Reim hatte mir mal angeschaut, was da drin ist. Ah ja, okay. Ja. Von Tischgrün braucht man nur 15 bis nach Tschechien. Na, herzlich willkommen, du hier die Schüsse reinschaust. Ja, das macht was Schönes. Muss ja, wenn mir nur der letzte Pan wieder von dieser Krebs fehlt. Scheiße. Also ich habe halt alle Pfannwender geholt, glaube ich, bis jetzt. Bis auf eine vielleicht, weiß ich ja gar nicht. Stimmt, im Traum fehlte mir eine. Weil da habe ich keinen Bock mehr gehabt, nochmal durchzurennen. Irgendwo eine Overworld habe ich nicht gefunden. Hey, wie geht's? Wie war dein Tag? Mein Tag war sehr gut und wie war deiner, Daffy? Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Was machst du Schönes? Voll die fiese Kurve! Ach, come on. Okay. Ja, beim Traum gibt es ein paar schwierige. Naja, ich habe alle geschafft, bis auf einen, den habe ich gar nicht gefunden. Ich muss gar nicht. Also, den schwersten da fand ich, ist der mit diesen Monstern bekämpfen. Mit den Burgern, die sich so aufklappen dann. Da habe ich am meisten Versuche gebraucht. Wo man auf den Ball hüpfen muss. Das kann sein, ja. Das kann sein. Ich kann es dir mal zeigen. Warte mal, hier. Der Traum. Hier. Ich habe... Ah, der zweite fehlt. Ich habe den, die Rutsche. Ich habe Schwinger, ich habe die Noten, ich habe das Falten, ich habe das da hier, das war der schwerste von allen übrigens. Der allerschwerste. Und den da hier habe ich, Sandy, der fehlt mir. Mit dem Ball. Dann habe ich ihn echt nicht gefunden, ja. Warte mal, ich glaube, ich habe ein Schandenlevel. Das da hier. Ich kam da überhaupt nicht weiter. Ich habe mich nicht zurechtgefunden, ne? Ich hab die drei überhaupt nicht gefunden. Kann dich ja zum letzten Fall mit der Porten. Ach echt? Okay. Das war das schwerste Level für mich. Dieses Auto-Level da. Keine Ahnung.
Das habe ich gar nicht hinbekommen irgendwie. Wir gehen mal hier lang. Die Socke holen. Aber bestimmt mal SpongeBob. Bam 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 bam. Oh, mega die Abkürzung. Oh nein, bitte nicht, ich bin so weit. Ich hab's geschafft! Aber bei der Innenstadt warst du da, wo du die Antenne mit Sandy wechseln sollst. Was für eine Antenne mit Sandy wechseln, ne? Warte mal. Ich glaube, das hab ich ganz komplett übersehen. Ich hab's geschafft! Ja. Es war aber so knapp am Ende, ne? So viele Probleme gewesen, oh mein Gott. Taxi, Taxi! Wo bin ich hier? Ah, ich bin durch! Mir fehlt jetzt alle vermissten Camper. Energiekristalle. Wobei, die habe ich alle. Lage. Achso, da muss ich ja mal hingehen, ne? Wo man auf Larry trifft, der sagt mir Fernseher, der Tennis groß und so weiter. Da wo ich. War das nicht am Strand? Wo man dann die ganzen Lichter lenken musste? Nee, ne? Das war was anderes. Nee, das hat mit dem Roboter, stimmt. Bam, bam, balabam. Nee, da war ich da überhaupt nicht. Dann war ich da überhaupt gar nicht. Boah, weißt du, ich hab irgendwie gar keinen Bock mehr, nach da hinten zu gehen, um mir den Pfannwender zu holen. Können wir was sagen? Ich hab den. Aber ich hab jetzt den hier. Da fehlen mir die vermissten Camper. Da fehlen mir die Camper. Keine Ahnung. Die Kristalle fehlen mir. Wobei, die habe ich hier alle sechs. Ich kann mich hinporten. Das vergesse ich immer wieder. Ja, ich hab vergessen. Ich glaube, ich habe alle Kristalle gefunden. Zeigst du mir jetzt deine geheime Superkraft? Na gut. Tritt zurück. Oh, Junge. Und bitte. Und jetzt? Ich habe die Kraft gewonnen, meine Nasenhaare mit Supergeschwindigkeit zu trimmen. Geil. Unglaublich. Krass. Oh, ja, vermutlich. Na dann. Ich muss zurück zur Heldenhöhle und mich an die Arbeit machen. Oh Mann. Aber hier bitte, nimm diesen goldenen Pfannwender und geh. Natürlich, Blaubarschbube. Ich freue mich immer, wenn ich meinen Lieblingssuperhelden unterstützen kann. Solltest du noch mal Probleme haben, dann sag Bescheid. Ja, klar, Junge. Danke und tschüss. Okay, let's go. Ups, aber wo bin ich jetzt? Warte mal, nein. Wir finden drei Camper. Und einen Anwender, den ich nicht weiß, wo der sein soll. Also, da hast du mal eine gute Zeit geholt. Da ist Böses im Busch, ja. Man könnte sagen, ich habe diesen Kurs geschafft. Wie geleckt. Dann schulde ich dir wohl eine Belohnung. Nimm diesen goldenen Pfannenwender. Danke, Meerjungfrau Mann. Übrigens gibt's einen Film, den ich angucken möchte mit euch, ne? Bei einem Filmabend mal. Wie heißt der nochmal? Darkboy und Lava Girl, genau. Der ist zu weg eigentlich, aber ich will ihn nochmal angucken. Den ich als Kind so oft gesehen, glaube ich. Also auf jeden Fall ein paar Mal. Müssen eigentlich jetzt die vermissten Kinder alle? Da ist Böses im Busch, ja. Und wie viel? Drei Stück? Der SpongeBob-Film können wir auch nochmal angucken. Ja, wir so bestimmt. Guck mal, da oben ist zum Beispiel ein Kind, ne?
Das weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Genau meine Größe. Nja. Nja, nja, nja. So. Nja. Aua, hey, hör auf. Ich glaube, ich gehe einfach raus. Ich habe gerade genug gesammelt, warte mal. Ach genau, hier, ja, die ganzen Dinger, ja. Ja. Patchwick? Ach, diese zielen Socken zurückbringen. Friedhof, da war ich noch gar nicht. Das Sandwerk habe ich alle. Hier fehlt mir auch einer. Den haben wir. Ja, das da hier ist die Schande. Hier fehlt einer. Laser machen Spaß. Ja, das habe ich gemacht, ne? Aber dann habe ich nicht hingeguckt, wo der Laser hingezielt hat. Und dann wusste ich nicht, wo ich hin muss. Ja, mach mal gleich. Aber ich will mal eben hier gucken. Da gab es ja diese... Das habe ich gemacht hier. Aber wohin muss ich jetzt? Wo ist der Pfannwender? Weißt du das noch? Weil ich noch vergessen hinzugucken, wo der Laser hinzielt. Der hat ja irgendwo hingeschossen. Ups. Bei dem Laser bin ich auch länger gebraucht, glaube ich. Ich weiß nur nicht mehr, wo der Laser hingeschossen hat. Ich habe den Laser aktiviert. Nein, keine Ahnung. Ja gut, dann lassen wir das. Du sagst zum letzten hingehen. Yes, so. Und wohin jetzt? Wir müssen der Fernseher sein. Am Ende. Oh Gott. Direkt am Ende, sagst du. Wie sieht den da mal? Na, mach ich grad. Man nennt mich auch Schwamminator. Aber hier, hier? Nee. Als ob man hier drauf gehen kann. Auf den leckeren Burger. Nee, wusste gar nicht, dass man da hin kann. Jetzt weißt du es. Wusste ich auch nicht. Am Anfang. Gary! Ach, da über mir! Lol. Ja, ich sehe ihn gerade. Ich sehe es gerade. Bam, bam. Ich muss dann auf die andere Seite, ja. Habe ich mir schon gedacht. Ey, hör auf. Ey, Junge! Geh weg. Warum bin ich kaputt hier? Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach Sitkatschen. Warte mal, hä? Was ist das denn? Dann eine Bodenkugel werden. Die kommt eine Kugel, auf die muss so einen Laufen hochspringen. Das sehe ich gar nicht ein. Ich mache das anders. Das geht bestimmt auch anders. Das geht bestimmt auch anders.
Boah, ich hasse den, ne? Ich hasse den. Ich mag den überhaupt nicht. Und jetzt diese Würfel am Anfang, die brauche ich immer ewig. Ich mach die jetzt mit der Bombe von weiter weg fertig, okay? Gott, nein, jetzt hab ich verkackt. Ich mach die jetzt erstmal tot. Dass der überhaupt ein Schild hat. Was ist denn das für einer? Okay. Das war ja ein gutes Timing. So mache ich das auch immer. Wir haben ziemlich viel gemeinsam, glaube ich. Okay, jetzt ist das. Jetzt sind wir wieder da. Na toll. Bam. In die Fresse. Gut. Das Timing stimmt. Das Timing mag ich. Und warten und go. Und go. Und go. Und go. Und go. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Alle Neune. Hä? Die Kugel ist weg. Nicht getroffen, okay. Ah. Weiter oben drauf springen. Ich will jetzt. Wie mache ich mich zum Ball noch? Mal ich vergessen, wie das geht. Ich komme. Vergessen, wie ich zum Ball werde. Ich habe das einmal im Spiel genutzt, glaube ich. Und dann nie wieder. Jetzt im Ballwerk kannst du noch bestellen, wo eins bringt. Ach, stimmt ja! Aber er hat keinen gepasst. Jamie, bist du wieder aufgewacht? Hm? Wieder aufgewacht? Ups, Alter. Wenn ich jetzt drauf springe. Dann kann ich doch. Ey, komm, ich kann sogar festhalten, dann mache ich so. Und dann mache ich den da hier. Okay. Ist ein Plan. Ah! Daneben, daneben! Wie, wo was habe ich verpasst? Du hast nichts verpasst. Ich nur fragen, ob du wieder aufgewacht bist, weil du ja wahrscheinlich eingeschlafen bist. Hm? Du böser, böser Mod. Nein, Spaß. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach... Du hast eine süße Amper fast verpasst, die hier mitfiebert gerade beim Zocken.
Ich finde dein Emoji so trollig aus, ne? Nein, falscher Knopf! Falscher Knopf! Okay. Get all golden Späne in der Stream. Wenn du willst, dann leite mir da ins Gebiet vom Schandler bekommen. Das ist das letzte Level, da war ich noch nicht drin. Ne? Ich glaube sonst. Ach, da vor einmal genau. Stimmt, hier fehlt mir noch was, ne? Oben auf dem Ab, auf dem. Okay, krass. Achso, das ist mit das Ding, okay. Ja, komm, dann gehen wir hier hin. Let's go! Warst du da, wo du zu Sandy werden kannst? Ich glaube, ich war Sandy. Sag nicht, ich muss Sandy werden und dann zurücklaufen. Ich bin rolltastisch. Bam, bam. Falsch. Da rechts. Hier. Moment. Ja, warum kommt das Auto nicht? Na, komm! Das setzen wir jetzt durch. Komm. Mit Anlauf und hoch da! Also, das war kein Anlauf. Müssen mal so rum Anlauf nehmen. Bin geblieben. Da hast du echt nicht so viel gemacht. Ne, habe ich auch nicht anscheinend. Komm! Häng dich doch mal an, SpongeBob! Da muss ich rüber. Sandy! Da vorne war ich schon hier. Oder meinst du es da unten? Also hier dann. Ah. Aber ich komme jetzt auch von hier unten her. Okay. Weiter, ich gehe weiter. Ach, warte mal, ich war hier schon mal drauf. Aber dann kam ich hier nicht rein. Ich habe unten nicht gelesen, dass man F drücken kann. Ich stand hier schon mal. Ich dachte mir so, hä, wieso komme ich da nicht rein? Und bin wieder runtergesprungen.
Hey Larry, was geht ab? Sandy, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe. Mein Fernsehempfang ist in letzter Zeit so schlecht. Ich brauche jemanden, der meine alte Antenne gegen diese glänzende neue hier austauscht. Ja, diese Antenne glänzt mehr als eine 3-Dollar-Note. Und warum tauschst du sie nicht selbst aus? Weil ich nicht wirklich gut springen kann. Und? Was hat Springen damit zu tun? Ja, die alte Antenne ist da oben. Hey, hey. Das ist ja höher als ein Glas Texas Eistee. Oh, Eistee. Die Roboter haben das Gebäude abgeriegelt und ich beherrsche diese schicken Sprünge nicht, die du und SpongeBob können, um über die Abgründe zu kommen. Das Einzige, was ich kann, ist meine Muskeln spielen lassen. Willst du mal sehen? Was für Muskeln überhaupt? Das sind dünne, dürre Arme. Dürre Arme. Ja, toll. Und was machst du mit der alten Antenne? Ach, die? Wenn du sie gegen die neue austauschst, gehört sie dir. Tja, ich habe in meiner Baumkuppel auch schlechten Empfang. Okay, Larry. Abgemacht. Also bekommen wir diese kaputten Antenne. Ja, super. Das ist Mord. Er ist ein Disco-Pumper. Ui, Manu, bist du noch da? Nja. Bam, 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 bam. Nicht so gut wie Texas Barbecue-Soße. Ja, Sandy ist ganz stark mit ihrer One-Shot-Technik. Lass mal nach oben gucken. Leg dich immer mit Texas an. Dam 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 dam. Ich würde sagen, dass Schuhe auf Texas doof sind. Warum meinst du das? Hattest du mal Schuhe aus Texas? Doch rechts, wenn ich drücke. Warum tut er nicht rechtsklick? Ach, das ist ein Insel aus der Serie. Ich habe zwar SpongeBob sehr viel geguckt, aber es kann sein, dass ich ihn dann jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe. Was mache ich da gerade? Wo Sandy Heimweh hat. Oh. Als ob ich jetzt deswegen verkacke. Oh. Es war so klar. Schmuel, danke, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, herzlich willkommen. Als ob ich verkacke, weil ich aus Versehen nicht den Hubschrauber richtig anmache. Legende die Folge. Ich kenne sie bestimmt, aber mir sind eh sehr viele SpongeBob-Themen Serienfolgen entfallen. Hi, Beams, der Schmönd und ich kann nicht schlafen. Hallöchen, ich bin der Keicho, bin die pinke Katze und bin sehr erfreut, dass du hier bist. Wie geht's dir? What the fuck ist das da für ein Turm?
Dann hoffe ich, dass du hier in dein Spaß haben wirst. Ja. Und was ist mit der Antenne hier, Larry? Guck mal, die hat sogar Rindenverkabelung. Ne? Die ist doch voll krass. Huch. Was war das jetzt? Ach. Ja. Naja, machen wir das mal. Jetzt gehen wir die Ecke, wo wir noch nicht waren. Genau. Genau so, Sandy. Willkommen im Club. Willkommen im Club, ja. Was das Geld, Daffy? Das magst du am liebsten, ne? Moin, 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 moin. Let's go. Da ist noch einer. Das stimmt, Sandy, das stimmt. Bam, 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 bam. Geht weg, ihr komischen Roboter. Oh, hier geht's lang. Wenn du überqueren musst, den Lasso. Ja, ja, komm. Ja. Warum ziehst du die auch an? Bam, 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 bam. Okay, wohin? Hier. Oh ja. Boing, boing, boing. Okay, danke für Öhrchenkraut, danke für Cat, danke für Headpad. Und danke für Bauchschubsen an die Befehle. Sandy hat einen Fetisch. Hat sie auch, ja. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Korallkohle. Geil. Wisst ihr noch die Zeit, wo Leute gesagt haben, das ist so Korall? Ganz gut, ganz gut. Ich bin hier so vorbeigeschneit, weil das Originalspiel davon auf PS2 ein Kindheitsspiel gewesen ist. Reiterated habe ich auch gespielt, war so satisfying, es endlich auf 100% zu haben. Das freut mich, dass es Spaß gemacht hat und es freut mich auch, dass ich dich anlocken konnte damit. Yeah. Das fühle ich. Ja, Anfang kam ja auch deswegen hier wahrscheinlich. Bam, 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 bam. Also mein erstes Mal wieder Spiel. Diesen alten Leute wie den Dürken Korall nicht sagen, sonst wird das direkt voll Unkorall. Ach, Schmendi. Du passt dir gut rein, glaube ich. Hat ja auch das Original PS2 zu Sony gespielt. Alter. Ich war damals eher Nintendo-Kind, ne? Mit N64 und GameCube. Das waren meine Games damals. Ach so, man muss hier, bam, 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 bam. Und lass uns das Ding holen. Heia! Ich war nicht auf meinen DS. Hab die PS2 meiner Schwester auch benutzt. Ah, okay. Bam, bam. Wer ist hier alt? Ich habe einen Rentenausweis. Ich habe das Leben schon durchgespielt. Manu, du hast einen Rentenausweis, aber nicht, weil du alt bist.
Huch! Ich wollte nicht rausgehen. Alles klar, Kinder, tschüss. Erste Konsolen war noch Game Boy und PS1. Die PS1 habe ich sogar immer noch. Ah, nice. Ich hatte mal die Pikachu-Version von N64. War das alles? Okay, ein Bossfight. Oh, Attacke. Unfair. Komm her. Komm her. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ey, beruhig dich. Ja, ist klar. Alter. Ich werde geplättet hier. Oh Gott, ich häng fest. Okay. Ich glaube, das war's. aber ich habe ein nice, ja, wirklich nice. Erstmal festhängen. Bitte einen Stampfattacke machen. Ah. Ein falscher Knopf. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Als ob du mich geschlagen hast. Nimm mal hoch. Ich hab schlagen, dankeschön. Ich habe schon das Gefühl, dass meine Maus nicht funktioniert so richtig. Ich glaube, er kriegt eine neue Maus, glaube ich. Die ist ja schon ein paar, die hat ja schon 5, 6 Jahre auf dem Buckel. Das ist noch einer! Eieiei. Frühlingsbrise. Ich kille, nichts passiert. Ups, der Zeilen. Six, nein! Geschenke öffnen ist klasse. Das ist es. Bam 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 bam. Jetzt sollte das Level weniger Schande sein. Weniger Schande sein? Ich fühle mich wie ein. Ja. Hier fehlt mir noch. Wenn du eine Wanderblase. Was ist denn Wanderblase? Und hier fehlt mir eins von diesen Dingern. Was ist denn Wanderblase? Gamey! Was ist Wanderblase? Ah. Aber das ist ja falsch rum so.
Das muss ich auf der anderen Seite machen dann. Bam, 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 bam. Okay. Trinken! Okay. Bist du stolz auf mich? Ich hab getrunken. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Bam, 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 bam. Manchmal ist es total befriedigend. Ja, toll, und jetzt? Bam, 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 bam. Danke für die Headpads. Danke für Wangstupsi nackt im nächsten Land. Aha, jetzt ist das ein Dingy. Ja, ich bin, glaub, sollte vielleicht das immer alle 10 Minuten einlösen, um mich wach zu halten. Was ist denn eigentlich aus deinem Alarm geworden, den du machen wolltest, alle 10 Minuten? Muss ich wirklich Patricks Socken mitnehmen? Es fehlt mir trotzdem noch ein Lenkrad. Gibt es irgendwo ein Lenkrad? Und da unten? Nee. Da hinten unten? Weiß ich gerade nicht. Nö. Danke für die Double Pet Pet Marmelei. Huch, was ist denn hier los? Keine Ahnung, wo das letzte ist. Aber ich glaube, ich kann damit zufrieden sein. So, jetzt haben wir hier. Das letzte Level fehlt mir noch. Zack, zack, zack. Zack. Im ersten, das könnte sein, ja. Aber 100% war nicht mein Ziel. Ich hab ja schon die meisten Sachen jetzt. Bam, 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 balabalabam. Hast du vor dir schon geärgert? Geärgert? Wie kann man den ärgern? Wenn man da oben hinkommt, weiß ich zum Beispiel auch nicht. Bam, 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 balabam, bam, bam. Bam, bam, bam. Wenn du sein Haus freigehst, kannst du hier rumhüpfen und angreifen. Mach ich gleich mal. Stimmt, was diese drei Knöpfe machen, habe ich auch nie rausgefunden. Weiß nicht, ob du einen Fallmeter schon hast. Ich glaube nicht, nee. Aber erstmal möchte ich gucken, hier, was macht das? Nix, irgendwie macht das nichts. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Ah, da ist ein Sprungbrett. Ah, so kommt man da hoch. Find alte Hidden Golden in Bikini Bottom. Dum, 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 dum. Und so kriegt man auch das Ding hier. Wow, 6 Unterhosen. Ich bin ein unschlagbarer Schwamm. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Genau. Also Sand Mountain hab ich glaube ich, also Sand Mountain und das Traumlevel war doch. Mein Gott. Ich will nicht mehr reden. Sand Mountain und das Traumlevel hat mir am meisten Spaß gemacht. Danke für die Katzen, liebe Gamey. Roboter heute Morgen ein vollkommen entspannendes Schlammbad und jetzt tauchst du auch noch auf. Ach, kann mein Tag noch schrecklicher werden. Hab dich auch lieb, Gamey. Es tut mir so leid, Thaddeus.
Patrick und ich spielten gerade ein Spiel und... Oh, ich muss mich korrigieren. Ich hätte wissen sollen, dass das ganze Roboterproblem mit euch zusammen... Thaddeus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich alles wieder in Ordnung bringen? Warum ziehst du nicht in eine andere Stadt um? Das wäre mehr Hilfe als genug. Zieh in eine andere Stadt, ich lach mich kaputt. Aber mal im Ernst, spring einfach herum wie ein Idiot. Damit kannst du mir wenigstens ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich verstehe eh nicht, warum Thaddeus zwischen SpongeBob und Patrick lebt, ne? Warum lebt er nicht in der normalen Stadt wie jeder andere auch? Warum lebt er so abgeschotten? Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Es glänzt. Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Thaddeus. Ach, Thaddeus, ich wusste, dass du mir helfen kannst. Du bist... Unlogischer Verhau. Danke für den Follow, Cutie. Wie geht's dir? Ja, schön, dass du reinschaust. Fass mich nicht an. Ich hab jetzt gar keine, Egal. So, das sieht doch gut aus jetzt, oder? Upsa. Ja, sehr schick. Ja gut, die 8 Socken gekommen. Saskakes, danke schön für den Raid, danke schön. Saskakes unterstrich VTuber rätet mit 13 Katzenliebhaber das Katzenreich. Herzlich willkommen, wie geht's euch? So, ich liege jetzt im Bett, nur schau, dass Cage nicht von der Decke ist. Dankeschön, Kakarot. Ja. Ich komme gleich nachher, komm mal kuscheln. Herzlich willkommen, guck mal bitte bei Saskex vorbei. Ja, der Wurmi. Ja, wie geht's euch? Wie war euer... Die Schulung ist beendet, bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare. Ach, Manu war auch dort. Ronny, danke für den 3. Monat, du Süßi, dankeschön. War qualifiziert, denke schon. Die Verbindung war stabil. Wurde rechtzeitig informiert. Der Keks kennt mich gut. Selten so aktiv wie heute. Hallo Magnus, wie geht's dir? Hallo Saskeks. Wie war euer Stream? SCP Secret Files, das Spiel kenne ich nicht. Du hast irgendwie geskippt, dass er sagt, okay, hör auf, hier rumzutunken. Gehst du, wenn ich dir diesen goldenen Palmmänner gebe, irgendwie so. Habe ich mir auch gedacht, dass ich das übersprungen habe irgendwie. Keksi! Und der Stream war wild. Oh, das freut mich, dass es wild war. Danke für den Wady. Wie geht's euch? Leffli, ja. Leffli ist auch hier. Leffli ist ein ganz, ganz Süßi. Du kannst sein Bild übrigens ein Schnurrbart machen. Ui. Ui, das hört sich spannend an. Ach, hab ich schon gemacht aus Versehen. Geil. Cool. Und damit wünsche ich euch eine gute Nacht. Hau mich jetzt hin. Danke nochmal für den 3. Monat und gute Nacht, hab dich lieb und schlaf schön. Keksi ist... Ich saß, dass ich doch eindeutig eine Lüge. Also Manu ist überhaupt nicht sass. Manu ist sass 0. Patrick, ich hab ein paar Socken für dich. Patrick. SpongeBob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist dein goldener Rückenkratzer. Manu, mach mal Banane im Ort und das Massagegerät. Pfannenwender. Du willst gar nicht wissen, was sie hier machen bei mir. Anime, ich verdanke für die Headpads. Damit kann man keine Pfanne wenden. Damit kann man keine Pfanne wenden, geil. Ja. Wow, SpongeBob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hier ist. Pfannen. Damit kann man keine. Sag ja, Sass. Was soll denn daran das Sass sein?
Das ist ein Massagegerät und eine leckere Schokobanane. Wow, SpongeBob, du jetzt. Ne? Get 75 golden Spatulas. Wow, SpongeBob, du hast jetzt. Wie viele habe ich denn? Ah, jetzt noch 4. Nice. So. Aber ich glaube, das letzte Level. Da muss ich niesen. Ich glaube, das letzte Level heben wir uns bis nächstes Mal auf, ne? Bam! Dankeschön, Sasuke. Kitty. Genau, ich glaube, das letzte Level ist hier, ne? Zum fliegenden Holländer. Und das Level sieht schon richtig schön aus, aber das möchte ich mir fürs nächste Mal aufheben. Manu. Es wird nur Dankeschön, Kakarot. Es wird nur, dass ich einen Elsie-Mode habe. So, ich kann es nur mal eben ansprechen, wenn jetzt so viele Leute da sind, ne? Ich habe am 8. Februar Geburtstag nächste Woche, ne? Und, ich möchte einen kleinen Donaton machen, ne? Ich zeig's nochmal eben hier, ne? Oh, ein bisschen groß. Wie kann man bildlich sein? Ich möchte mal zeigen. Ein bisschen sehr groß, hallo? Genau. Es gibt hier, man kann gewinnen Postkarten, DIN A4 und DIN A6, ne? Man kann zwei Kisten gewinnen für den ersten und zweitplatzierten beim Donaton. Also einen großen und einen kleinen Kissen, 55 und 40 cm. Und Acrylanhänger kann man gewinnen bis zu 7 Stück, wobei der erste und der dritte Platzierte bekommt einen Acrylanhänger und dann werden auch 5 verlost. Das sind jetzt so gesehen die Ziele, das ist aber unwichtig. Genau, das bekommen die 3 Top-Donator quasi. Der Kissen, unter die Postkarten, der Gutanhänger. Genau. So, Werbung Ende. Ich habe noch eine Sache. Das Spiel vielleicht mal beenden. Ich hab noch eine Sache, Moment. Moment. Mal eben auf mein Discord gucken. Video Reaction. Discord. Hä? Ah. Genau, hier unter. Genau, hier neues von mir, ne? Gibt's auch was sehr Schönes zu holen. Das Motiv ist cute, Dankeschön. Das habe ich auch da unten auch drin. Und auch hier im BAB-Screen, in groß. Habe ich einfach drüber geklatscht. Genau, aber das Wichtige ist jetzt, ne? Ich und Vanni, also Vanni BTG, die Vanni Bunny. Haben wir auch bald einen Collab. Mal gucken wann. Und da gibt es dann quasi zum einen diese Postkarten hier. Die müssen noch unterschrieben werden. Ne, von mir und sie. Aber das viel geilere ist, es gibt einmal das hier. Das gibt es einmal. Aber wird auch verlost. Ein Kissen mit uns beiden drauf. Ja. So.
Was sagt ihr, Leute? Sollen wir noch was zocken oder mal aufhören? Ihr entscheidet. Wir sind bei 7 Stunden 20 Minuten. Wollt ihr mehr oder wollt ihr nicht mehr? Ich richte mich nach euch. Na, mir ist egal. Ist ja auch schon relativ spät, ne? Die meisten wollen wahrscheinlich schlafen jetzt. Oder sind schon schlafen wahrscheinlich, ne? Sehr wahrscheinlich. Aber wenn ihr sagt noch mehr, dann machen wir weiter. Ich hab morgen frei. Ich kann gerne bis 3 Uhr machen oder sowas. Ich würde sagen, jetzt können wir langsam zu Ende zu den Autos gehen. Zu den Autos? Was für Autos? Ich muss 48 aufstehen. Anfangs sollte jetzt ins Bett gehen und Kiddelein. Wir vermissen dich. Komm, WC. Mach Voice Chat. Ich würde sagen, jetzt können wir langsam zu den Autos gehen. Ich gehe schlafen, muss um 7 Uhr losfahren. Reactions. René ist aber gar nicht da. Aber wir können gerne noch ein, zwei Autovideos gucken. Mach mal gerne. Ich weiß,